Erstmal die gute Nachricht. Rentner können sich im nächsten Jahr noch einmal über eine kräftige Erhöhung ihrer Altersbezüge freuen. Diese sollen wegen der guten Wirtschaftslage um voraussichtlich rund 4% im Westen und 5% im Osten steigen. So viel wie die letzten 20 Jahre nicht mehr. Das war lange notwendig. Steht uns dazu. Das ist sehr schön, aber dafür müssen wir Steuern zahlen. Ganz genau, das ist die schlechte Nachricht. Schon wegen der letzten Rentenerhöhung im Juli diesen Jahres müssen rund 70.000 Rentner erstmals eine Steuererklärung ausfüllen, weil ihre Einkünfte dann über dem steuerfreien Existenzminimum liegen. Das ist rechtens. Wer viel Rente kriegt, kann ja dann auch Steuer bezahlen. Ja, finde ich nicht gut. Das betrifft ja wieder die, die auch nicht so viel haben, ne? Ich denke mir, also auf der anderen Seite hier die Tasche aufzumachen, das Geld rauszugeben, die andere Tasche wieder aufzumachen, das Geld da reinzunehmen, finde ich ein bisschen unverfroren. Erstmal hat man uns die Rentenbeiträge schon vorher abgenommen, sind ja auch schon versteuert worden. Und warum soll man die jetzt, wo man eine Rente erhält, nochmal versteuern? Das finde ich ganz krass. Nichtsdestotrotz, insgesamt sollen 2016 fast 4 Millionen Rentner eine Steuererklärung abgeben. Das Finanzministerium rechnet allein durch die diesjährige Rentenerhöhung mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 310 Millionen Euro. Und nochmal eine gute Nachricht zum Schluss. Der Großteil der Rentner bleibt trotz Rentenerhöhung von Steuerabgaben verschont. Und wenn nicht? Sonst schicke ich die Erhöhung wieder zurück. Macht das rückgängig. Wenn es so einfach wäre, oder? Hans-Ulrich Liebern ist bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Vom Bund der Steuerzahler. Ja, so einfach kann man das nicht zurückschicken, oder? Wie der Herr da meinte. Nö, seine Rente einfach wieder zurückzuschicken. Und wir haben ja auch keinen Steuersatz von 100%. Es bleibt hier immer noch ein bisschen über dann. Naja. Fangen wir doch aber jetzt mal rückwärts an. Wer muss auf gar keinen Fall Steuern zahlen? Ja, derjenige, der als lediger Rentner nachher, nachdem die Einkünfte ermittelt sind und nachdem er bestimmte Aufwendungen, Krankenversicherungsbeiträge und sowas abgezogen hat, unter 8.472 Euro liegt und bei Verheirateten ist es der doppelte Betrag. Da sind es also fast 17.000 Euro. Okay, und da sprechen wir über diesen Grundfreibetrag? Genau, das ist der Grundfreibetrag. Nur wenn man da drüber liegt, muss man grundsätzlich Steuern zahlen. Okay, und alle anderen, die müssen dann also zahlen? Ist das so einfach? Die müssen dann zahlen und wir haben ja heute eine Rentnergeneration, die haben ja nicht nur ihre Sozialversicherungsrenten, die haben auch noch Betriebsrenten, die haben noch Zusatzversorgungsrenten, die haben private Lebensversicherungsrenten. All die Renten sind steuerpflichtig, aber alle werden unterschiedlich besteuert und deshalb ist es auch relativ kompliziert. Und was es noch komplizierter macht, ist ja, dass ein Teil der Rente steuerfrei ist. Wir haben da mal eine Grafik vorbereitet, weil dieser Anteil, der sinkt Jahr für Jahr. Ja. Vielleicht können Sie das bitte erklären. Ja, das ist seit 2005 ist bei der Rentenbesteuerung geht es immer weiter runter. Der steuerfreie Anteil war damals bei 50%. Seitdem sinkt er immer um 2 Prozentpunkte bis 2020, wie Sie hier sehen. Und derjenige, der 2014 in Rente geht, der muss seine Rente zu 100% dann versteuern. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Rente bekomme, ich sag mal 20.000 Euro im Jahr, dann sind 70% steuerpflichtig, wenn er dieses Jahr in Rente geht. Das sind dann schon 14.000 Euro. Mhm. Und wenn er ledig ist, kann man davon ausgehen, dann zahlt er Steuern. Mhm. Jetzt rechne ich das dann selber aus am besten? Ist es so einfach auszurechnen? Gibt's da? Das ist unheimlich kompliziert. Ja. Ich habe ja gesagt, jede Rentenbiografie ist anders. Mhm. Und wer nur eine Sozialversicherungsrente hat, der könnte es zur Not noch alleine ausrechnen. Aber bei allen anderen, die noch eine Zusatzrente haben, wo die Frau noch eine Rente hat, ist schon unheimlich kompliziert. Also das ist kaum noch nachvollziehbar. Gut, aber viele machen ja ihre Steuererklärung selber. Wer wirklich total unwissend ist, raten Sie dem, den Steuerberater anzurufen? Oder wer kann sonst noch helfen? Ein Steuerberater oder bei Rentnern können auch durchaus die Lohnsteuerhilfevereine helfen. Die sind dann ein bisschen günstiger noch als der Steuerberater, aber grundsätzlich sind das die beiden Gruppen, die einem Rentner helfen. Mhm. Viele Zuschauer sind jetzt wachsam, ruft mich aber das Finanzamt an, um mir mitzuteilen, dass ich steuerpflichtig bin oder muss ich selber aktiv werden? Eigentlich sagt das Steuergesetz, wenn ich steuerpflichtig bin, muss ich selbst aktiv werden. Ich muss also dann selber eine Steuererklärung machen. Das kann man auch mal prophylaktisch machen, selbst wenn nichts bei rauskommt. Dann steht eben Null unten drunter, dann ist man ja auch beruhigt. Diejenigen, die nichts machen, kann man von ausgehen, werden spätestens 2 Jahre danach vom Finanzamt aufgefordert. Und dann droht unter Umständen aber noch zusätzliche Beiträge wie Zinsen, die ich nachzahlen muss, noch zusätzlich auf den Steuerbetrag. Und unter Umständen könnte sogar ein Finanzbeamter auf die Idee kommen, zu sagen, das ist leichtfertige Steuerverkürzung. Und dann geht das Ganze
Prozedere auch noch los, dass man eventuell auch noch Hinterziehungszinsen zahlt. Okay, also schnell ransetzen. Ja. Für dieses Jahr heißt es ja 70.000 neue, also zusätzliche Rentner, die steuerpflichtig sind. Aber die werden auch von Jahr zu Jahr mehr. Was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind zum einen, haben wir ja gesehen, immer mehr von der Rente wird versteuert. Dann wird ein Teil der Aufwendungen, die gerade Rentner absetzen können, die ganzen Versicherungsleistungen, da schmilzt der Höchstbetrag jedes Jahr ab. Das ist auch damals schon so vorgesehen, auch eine indirekte Steuererhöhung. Dann haben wir im letzten Jahr ein Phänomen gehabt, die sogenannte Mütterrente. Alle, die von 1992 Kinder bekommen haben, kriegen jetzt auch noch einen zusätzlichen Teil Rente obendrauf. Und wer 2, 3 Kinder hat, da ist das schon eine erkleckliche Summe im Jahr. Und das ist auch ein Grund. Und dann eben die Rentenerhöhung, die jedes Jahr kommen, erfreulicherweise ja nächstes Jahr fast 4 oder 5%. Okay, viele Zuschauer fragen sich jetzt gerade, bis wann muss eben meine Steuererklärung fertig sein? Was geben Sie da als Maß für dieses Jahr? Also wer jetzt für 2015 schon eine Steuererklärung machen muss, der macht das im nächsten Jahr bis zum 31. Mai. Okay. 2016. Also immer ist Stichtag der 31. Mai des Folgejahres. Sehr gut, dann hat man jetzt noch ein bisschen Zeit. Herr Liebmann, vielen Dank fürs Hiersein. Bis schön. Und Ihnen noch einen schönen Tag.